Did the COVID-19 lockdown have an impact on all markets in your country? Absolut. In Deutschland sind die Ölpreise während der Pandemie stark gesunken. Ich erinnere mich, dass, wenn wir an Tankstellen vorbeiliefen, wir uns wunderten, dass der Dieselpreis bei teilweise unter einem Euro pro Liter lag. Ein ausschlaggebender Faktor ist, dass die Nachfrage nach Öl in der Industrie, aber auch im privaten Konsum stark gesunken ist. Unternehmen konnten nicht mehr in gleicher Menge produzieren und wie überall auf der Welt müssen wir im Moment auf das Reisen verzichten. Danmark har hentet olie og gas i Nordsøen siden 1972, men coronanedlukningen har betydet mindre efterspørgsel og dermed faldende oliepriser på verdensplan, hvilket har været med til at presse oliefirmaerne stille spørgsmålstegn ved, om olie er rentabelt i fremtiden og mindske interessen for olieudvinding i Nordsøen. I december 2020 blev det derfor endelig besluttet, at det ikke skal være muligt at hente olie eller gas i Nordsøen efter 2050. What about your country? Comment below and let me know.